Hi, ganz kurz zur Matheklapper-Welt. Da gibt es erstens auf YouTube Lernvideos und Livestreams mehrmals in der Woche. Themengebiete sind immer farbig gekennzeichnet. Rot die Grundlagen, Orange Geometrie, Grün Analysis, also alles was mit Funktionen zu tun hat, Blau Vektoren und Flieder Wahrscheinlichkeitsrechnung. Zweitens gibt es meine Homepage www.matheklapper.de. Dort gibt es meine Formelsammlung, den Matheklapper. Und rechts seht ihr, dass die Formelsammlung farbig auf die Videos abgestimmt ist. Ebenso auf meiner Homepage gibt es den Abi-Vorbereitungskurs. Das sind 42 Tageslektionen, wobei über 200 Aufgaben mit Lösungen enthalten sind. Dauert etwa 5 bis 10 Wochen, bis man da durch ist. Ja, und dann gibt es dort noch ein Online-Mathe-Buch mit sehr vielen Stichworten aus der Mathe-Welt. Okay, viel Spaß mit dem folgenden Video. So, kommen wir nun zur dritten Darstellungsform von quadratischen Funktionen. Das wäre dann die sogenannte Nullstellenform. Diese Form ist allerdings bei weitem nicht so wichtig wie die anderen beiden Formen und taucht daher auch nicht so oft auf. In allgemeiner Form erhalten wir y ist gleich a mal Klammer auf x plus n1 Klammer zu mal Klammer auf x plus n2 Klammer zu. Wir sehen schon, vor diesen beiden Klammern ist unser a. Das ist genauso zu interpretieren, wie das bei den anderen Darstellungsformen auch ist. Also gibt uns an, was ist los mit der Parabel bezüglich Strecken und Stauchen? Was ist los mit der Parabel bezüglich Parabel oben offen bzw. unten offen? Die Bedeutung von dem n1 und dem n2 stelle ich ganz kurz zurück, denn das schauen wir uns gleich direkt an einem Beispiel an. Wir sehen hier, y ist gleich 3 mal Klammer auf x plus 2 Klammer zu mal Klammer auf x minus 1 Klammer zu. Kurze Zwischenfrage, die noch zu klären wäre, warum ist das überhaupt eine quadratische Funktion? Wenn wir anfangen, diese beiden Klammern auszumultiplizieren, da werden wir irgendwann rechnen, x mal x, naja, und das ist unser x Quadrat. Also ist das hier eine quadratische Funktion. Für die Fachleute, man sagt dazu, das ist eine quadratische Funktion zerlegt in die Linearfaktoren. Aber das wirklich nur als Anmerkung für die Profis. So, wir fangen an, das Ding zu interpretieren. Hier vorne die 3, das ist wieder unser geliebtes kleine a, gibt uns an, da es größer ist als 1. Ah ja, die Parabel ist gestreckt, also enger. Da der Wert positiv ist, ist die Parabel auch oben offen. So, die Frage ist, wie sind die Zahlen jetzt hier in der Klammer zu interpretieren? Und da kommen wir dann auch darauf zurück, warum die Nullstellenform Nullstellenform heißt. Wir können an diesen Linearfaktoren, ich wiederhole das Wort gerade nochmal, erkennen, wo die Nullstellen liegen. Ich schreibe die gerade mal auf. Hier sehen wir das. So eine quadratische Funktion, so eine Parabel hat ja maximal zwei Nullstellen. Und die eine Nullstelle können wir uns hierher ziehen, nämlich hat die Koordinaten minus 2 statt 0. Und die andere Nullstelle bekommen wir hierher, hat die Koordinaten plus 1 statt 0. Es fällt vielleicht noch auf, dass die Vorzeichen jeweils umgedreht sind. Also, wenn hier in der Klammer steht x plus 2, dann ist die Nullstelle bei minus 2 statt 0. Denn wenn man minus 2 an dieser Stelle einsetzt, wird die Klammer 0, demzufolge alles 0, dann ist y 0 und das ist ja eine Voraussetzung für die Nullstelle. Bedeutet für uns, wenn wir das allgemein aufschreiben, dieses Umkehren von dem Vorzeichen hier von n1 erreichen wir, indem wir da einfach ein Minus davor machen. Und genau das Gleiche passiert hier bei dem n2. Vielleicht als Abschlussbemerkung nochmal für die Leute, die vergessen haben, was Nullstellen sind. Nullstellen sind nichts anderes als die Punkte, wo die Funktion die x-Achse schneidet. Ja, ganz kurz nochmal zur Matheklapper-Welt. Hier auf YouTube gibt es ja Filme und Livestreams. Auf www.matheklapper.de gibt es meine Formelsammlung, also den Matheklapper, sowie die Abi-Vorbereitung und das Online-Mathebuch. Oben links könnt ihr meinen Kanal abonnieren und natürlich das Glöckchen nicht vergessen, dann erfahrt ihr auch immer, wenn mal wieder ein Livestream ansteht. Ja, und oben rechts gibt es eine thematisch passende Videoempfehlung. Danke fürs Zusehen. Ciao!